Servus, grüß Gott, moin, gute. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Am 24. Mai 2022 jährt sich zum 81. Mal der Untergang der HMS Hood. Wie das Ereignis filmisch umgesetzt wurde, werden wir in wenigen Sekunden analysieren. Ich habe euch mal ein paar Bücher rausgesucht, die sich nur mit dem Islandgefecht und Bismarck und Hood befassen. Also links der Stapel zwei Bücher, zeige ich euch, die befassen sich nur mit dem Islandgefecht. Die werden wir aber nicht mit in die Analyse mit einbeziehen, da das dann zu umfangreich wird. Hier der Stapel ist nur eine Auswahl von allen Büchern, die es über Bismarck und Hood gibt, also Deutsch, Englisch, ist wie gesagt nur eine Auswahl. So, dann ihr seht, das Thema ist also umfangreicher, als man allgemein hin denkt. Auch der Film hat mit dieser Thematik zu kämpfen. Der kann ja nicht bei 90 Minuten Spieldauer die Schlacht so detailliert zeigen. Genau das gleiche Thema haben wir. Wir können auch nur Themen anreißen, Probleme anschneiden. Und wer sich detaillierter mit dem Islandgefecht und dem Untergang von HMS Hood befassen möchte, der kann gerne in unser Quellenverzeichnis nachschauen. Da stehen unsere ganzen Literaturtipps drin. Ja, wir haben uns überlegt, ob wir eventuell später nochmal ein ganz detailliertes Video nur über das Islandgefecht machen werden, aber das steht noch in den Sternen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Die Bismarck ist in der Straße von Dänemark gesichtet worden. Sie ist auf dem Weg in den Nordatlantik. Es ist beabsichtigt, sie bei Tagesanbruch zu stellen. Ab Mitternacht sind alle Gefechtsstationen zu besetzen. Ruht euch bis dahin aus. Morgen wird ein harter Tag. Aber ich bin überzeugt, dass wir ihn überstehen. Unerhört, das kann man mit mir nicht machen. Ich bin OK gestellt. Also, was es so alles gibt im Leben. Jetzt führe ich doch tatsächlich auf hoher See noch Krieg gegen den Deutschen. Ja, Kamerad. Schon mal eine Schlacht mitgemacht? Eine? Mindestens 100. Da wird es einem schon langsam zur Gewohnheit. Hier ist der Lagebericht, Sir. Suffolk und Norfolk halten noch Kontakt. Prinz of Wales und Hood sind 120 Meilen von der Bismarck entfernt. Morgen wird ein entscheidender Tag für uns. Ich wäre mit draußen. Entschuldigen Sie mich. Verdammt schwer für Shepard jetzt nicht dabei zu sein. Hoffentlich findet er in der Admiralität die Unterstützung, die er braucht. Ich glaube, Sir, dass er gar keine Unterstützung haben will. Captain Shepard ist ein alter Freund von mir, Miss Davis. So gefühllos, wie er oft scheint, ist er nicht. Vor einem halben Jahr ist sein Schiff bei Norwegen versenkt worden. Diese Position ist eine Auszeichnung für ihn, aber er möchte so schnell wie möglich wieder raus. Solange ich Captain Shepard kenne, gibt es für ihn nur zwei Dinge. Seine Familie und die See. Ich wusste nicht, dass er eine Familie hat. Sein Sohn ist Marineflieger auf der Ark Royal. Shepard hängt sehr an seinem Jungen. Und seine Frau? Er hat nie von ihr gesprochen und ich habe ihn nie gefragt. Vom Oberbefehlshaber der Heimatflotte, Sir. Suffolk und Norfolk folgen weiterhin der Bismarck. Suchen Kampfhandlungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Danke. Meldung an Hood und Prince of Wales. Behält Feind Kurs und Geschwindigkeit bei. Erfolg gegen 5.10 Uhr Feindberührung. In Ordnung, Sir. Dexter? Ja, Sir? Setzen Sie hinzu. Viel Glück. Ja, Sir. Was halten meine Nerven nicht durch. Und außerdem habe ich Plattfüße. Hör auf mit der Meckerei. Wenn wir wirklich die Bismarck angreifen, mache ich mich im Panzerturm nützlich. Und wir beide kümmern uns um die Turbinen. Komm, Henry. Ich werde bestimmt sofort seekrank. Die Hood und Prince of Wales sind jetzt ungefähr hier. Laut Meldung der Suffolk und Norfolk befinden sich die Bismarck und Prinz Eugen hier. Demnach wird es nicht mehr lange dauern. Dort wird es jetzt allmählich Tag. Meldung von der Suffolk. Haben Prinz of Wales und Hood gesichtet. Kurs Südost, Entfernung 15 Meilen. Sie haben es geschafft. Unsere gute alte Hood. An die Geschütze! Alles an die Geschütze! Ja.
fertig machen. Rechtes Geschütz! Rechtes Geschütz, halbe Ladung! Rechtes Geschütz, volle Ladung! An Brücke, Rauchfahne 430. Bismarck und Kreuzer, dicht aufgeschlossen. Jawohl, ich verstehe. Entfernung 12 Meilen. Das sind keine Kreuzer, das sind zwei Schlachtschiffe. Feuer vereinigen. Auf das vorderste Schiff. Ziel ist das vorderste Schiff. Artillerie, Feuer vereinigen. Feuer vereinigen auf das vorderste Schiff. So, ich mach mal Stopp. Also hier ist erstmal ein Fehler. In der Realität führte Prinz Eugen den Verband an und nicht Bismarck. So, dann weiter. Also auf den deutschen Schiffen war man sich am Anfang im Unklaren, wer die näher kommenden Schiffe waren. Der erste Artillerieoffizier auf Bismarck, Adalbert Schneider, sprach sie als schwere Kreuzer an. Der zweite Artillerieoffizier, Helmut Albrecht, der sprach eher von Schlachtschiffen und Schlachtkreuzern. Wenn ihr mehr über Adalbert Schneider wissen wollt, dann klickt auf das I. Auf Prinz Eugen war die Situation ähnlich. Der erste Artillerieoffizier, Korvettenkapitän Paul Jasper, sprach sie als Kreuzer an. Der zweite Artillerieoffizier, Kapitänleutnant Schmalenbach, der erkannte das vordere Schiff relativ schnell als HMS Hood und später dann das hintere Schiff als ein modernes Schlachtschiff. So, was habe ich mir noch notiert? Genau. Um 5.53 Uhr eröffneten die britischen Schiffe das Feuer. Vice Admiral Holland auf HMS Hood gab den Befehl, auf das vordere Schiff zu schießen, weil er dachte, es wäre Bismarck. In der Realität war es aber Prinz Eugen. Der Kommandant der Prince of Wales, Captain Leach, hat den Irrtum bemerkt und hat eigenmächtig auf das hintere Schiff, auf das richtige Schiff, also auf Bismarck geschossen. Von Anzahl und dem Geschossgewicht waren die Briten 2-1 überlegen. Eine detaillierte Aufstellung bringen wir. So, was haben wir noch? Hood und Prince of Wales konnten zu Beginn des Gefechtes nicht alle Geschütze zum Tragen bringen. Das waren also bei Hood 8 und bei Prince of Wales 10 schwere Geschütze. Außerdem hatten Prince of Wales Geschütztürme technische Probleme, sodass beispielsweise bei den Vierlingstürmen keine Salve mit allen vier Geschossen rausging. Vice Admiral Holland wurde später getadelt, weil alles seine Geschütze nicht zum Tragen kam. Er ging dann sozusagen in die Geschichte ein als der Mann, der nur mit einer Hand in die Schlacht zog, obwohl er zwei hatte. So, was noch? Taktisch standen die Deutschen ausgezeichnet. Ihr Kurs verlief quer zu dem der Briten. Das nennt man im Fachjargon Crossing the T. Das ist also der Traum eines jeden Seebefehlshabers. Wir zeigen das mit der Skizze und zeigen das schematisch auf, damit ihr das versteht. Ein weiterer Faktor war, wie üblich bei einer Seeschlacht, der Wind. Die Briten feuerten nach Luv, also in den Wind hinein. Nachteil war, dass der Gischt die Linsen der Entfernungsmesser besprühte. Allerdings hatten sie den Vorteil, dass der Geschützqualm gleich wegzog. Nachteil für die Deutschen, da klebte dann der Geschützqualm sozusagen am Gegner. Admiral Holland hatte noch ein weiteres Problem. Seine HMS Hood galt zwar als The Mighty Hood, als das größte Kriegsschiff der Welt damals, obwohl es eigentlich schon Tirpitz war, aber Hood war ein altes Schiff. Sie lief also im Ersten Weltkrieg vom Stapel, war also nicht so gut gepanzert.
Besonders ihr Horizontalpanzer war schwach. Das heißt, sie musste steil einfallendem Geschützfeuer aus dem Wege gehen. Er musste also möglichst schnell nahe an den Gegner rankommen, weil ab 110 Hektometer, also bei 11 Kilometern etwa, da sind die Geschossbahnen fast fast horizontal. Klickt auf das I, wenn ihr mehr über HMS Hood wissen wollt. Wir haben also ein Video gemacht über den ersten Offizier Rory O'Connor, der war zwischen den Kriegen erster Offizier auf der Hood und hat einiges in der Royal Navy revolutioniert. So, Prince of Wales war ein modernes Schiff, also bei ihr bestand die Gefahr vor dem steil einfallenden Geschützfeuer nicht so sehr. Sie war also auf alle Entfernungen deutlich besser als HMS Hood gepanzert. So, nächster Punkt. So unkompliziert wie im Film dargestellt, war die Feuereröffnung auf deutscher Seite nicht. Mit der Feuereröffnung der Briten haben die Deutschen ganz eindeutig gemerkt, dass sie schweren Schiffen gegenüberstanden. Also man hat es an den Blitzen gemerkt, das waren also gewaltige Blitze, da hat jeder an Bord gesehen, das sind also schwere Einheiten. Doch Admiral Lütjens hat gezögert. Korvettenkapitän Schneider fragte mehrmals um Feuererlaubnis nach, bekam diese aber nicht. Nach 2 Minuten und nach mehrmaligen Anfragen von Schneider hat sich also der Kommandant der Bismarck, Kapitän Lindemann, eingeschaltet mit dem Spruch: Ich lasse mir mein Schiff doch nicht unter dem Arsch wegschießen, Feuererlaubnis. Daraufhin haben Bismarck und Prinz Eugen fast zeitgleich das Feuer auf die Hood eröffnet. Und klickt auf das I, wenn ihr wissen wollt, wie weit der Geschützlärm zu hören war. Und wie gesagt, Prinz Eugen und Bismarck haben Feuer auf Hood vereint. Und jetzt werden wir mal sehen, wie das Gefecht weitergeht. Also, wir fahren mal fort. Auf Reichweite gehen, dann Feuer sofort eröffnen. Ja, Sir. Meldung, sobald Reichweite erreicht, dann drehen wir bei. Ja, Sir. Befehl an Prince of Wales, bei Reichweite sofort Feuer eröffnen. Ja, Sir. Halt, Steuerbord! Feuer! Richtung 300, Entfernung 25.000. Meldung, alle Geschütze feuerbereit. Feuer eröffnen! Feuer eröffnen! Feuer! Wir müssen näher ran, Captain. Gehen Sie auf 20 Grad Steuerbord. Feuer! Feuer! Das war ein Volltreffer. Mein Gott, was war das? Die Hood ist gesunken. So, ich mach nochmal Stopp. Also, das Feuer der Deutschen war von Beginn an ausgezeichnet. Prinz Eugen traf mit der 4. Salve an Oberdeck lagernde Bereitschaftsmunition. Daraufhin hat sich Feuer ausgebreitet. Nach dem Schießen von 6 Salven befahl Lütjens der Prinz Eugen, auf Prince of Wales zu schießen. Korvettenkapitän Schneider lag auch von Anbeginn des Gefechts an hervorragend im Ziel. Bereits mit der 5. Salve um 6.01 Uhr traf er also HMS Hood schwer. Flammenberge schossen zwischen ihren Masten empor und erreichten also das Feuer eine Höhe bis zu 300 Metern. Es war also ein gelblich-weißer Feuerball. Einer der achteren schweren Geschütztürme flog wie Spielzeug durch die Luft. Trümmer aller Art bedeckten die See neben der Hood. Wo genau die 38 cm Granate Bismarcks jetzt eingeschlagen hat,
Darüber streiten sich bis heute die Experten. Also wir können jetzt hier nochmal zwei Theorien wiedergeben. Also eine Theorie besagt, dass die deutsche 38 cm Granate eine 10,2 cm Pulverkammer der Hood in der Nähe des achteren Mastes getroffen hat. Diese Munitionskammer brachte die große Pulverkammer der 38,1 cm Geschütze, das waren 112 Tonnen Kordit, zur Explosion, und daraufhin riss der Kiel der Hood auf und das Schiff brach in zwei Teile und sank. Eine zweite Theorie besagt, dass also die 38 cm Granate der Bismarck direkt in die Munitionskammer von Turm X der Hood, also das ist der dritte Geschützturm, eingeschlagen hat und zur Detonation brachte, und dass sich eine riesige Feuerwand durch das ganze Schiff bis zu der Pulverkammer des Turms B im Vorschiff durchgebrannt hat und dass das ganze Schiff dann in mehrere Teile zerfetzt wurde und untergegangen ist. Bemerkenswert ist, dass keiner der Zeitzeugen die Explosion gehört hat. Die muss also lautlos stattgefunden haben. Der Untergang erinnert stark an die Untergänge der drei britischen Schlachtkreuzer in der Skagerrak-Schlacht am 31. Mai 1916 von HMS Indefatigable, HMS Queen Mary und HMS Invincible. Auf Hood starben 1415 Mann. Nur drei Mann konnten später von dem Zerstörer HMS Elektra aus den eisigen Fluten gerettet werden. Ja, auf den deutschen Schiffen wurde die Besatzung ständig durch die Durchsagen der Schiffswachdienstanlage über den Gefechtsverlauf unterrichtet. Als durchgegeben wurde, Hood explodiert, kannte der Jubel bei den meisten keine Grenzen. Aber unter Deck konnten es einige nicht glauben und hielten die für oben, also für verrückt, weil es konnte keiner glauben, dass die Hood so schnell gesunken ist. Ganz wichtig, bei aller Freude über den schnellen Sieg fielen an Bord aber auch ernsthafte Worte des Bedauerns über den Tod so vieler tapferer Männer von der anderen Feldpostnummer. Denn alle Seemänner verbindet eine Kameradschaft. Und es fielen etliche Worte, die armen Kerle oder die armen Jungs. Und es wurde auch auf Bismarck und auf Prinz Eugen Zeichen des Mitgefühls geäußert. So, und jetzt ein Thema lag uns noch besonders am Herzen, und zwar, das war die Darstellung der Arbeitsweise von so einem Artillerieoffizier. Also hier im Film brüllt er einfach in das Artillerieleitertelefon Feuer, und dann wird geschossen und alles geht so seinen Gang. In der Realität war das Thema hochkomplex. Wir wollen es jetzt hier auch nochmal anreißen, wie so ein Artillerieoffizier, was der für Aufgaben gehabt hat. Also ich schaue mal hier auf meine Notizen. Also in der Realität beobachtete er durch den Zielgeber, das ist so ein Hochleistungsteleskop, die gegnerischen Schiffe. Am Anfang musste er Kurs und Geschwindigkeit schätzen. Der Typ der gegnerischen Schiffe musste bestimmt werden, um danach die passende Munitionsart auszuwählen. Bei schweren Einheiten nahm man normalerweise Panzersprenggranaten. Nach der Feuereröffnung musste er durch den Zielgeber beobachten, wo die eigenen Granaten eingeschlagen sind, um entsprechende Korrekturen vorzunehmen. Unterstützt wurde er dabei von den Artillerie-Rechenstellen. Dort befanden sich Schusswertrechner. Diese fassten mehrere mechanische Rechner zusammen. Anders als beispielsweise in einem konventionellen Panzerkampf, wo also direkt gerichtet, gezielt und geschossen wird, ist es damals bei der Seezielartillerie anders gewesen. Also man hat also bei einem Seegefecht auf großer Entfernung das Geschütz auf einen gewissen Punkt gerichtet. Dieser Punkt ist aber nicht der Punkt, den man treffen will. Und da habe ich ein sehr schönes Zitat von Admiral Sir Percy Scott in einem Buch gefunden. Das möchte ich mal vorlesen, weil das beschreibt ganz gut, wie damals geschossen wurde. So, ich zitiere. Zitat.
Wenn man auf eine Entfernung von 5 Seemeilen schießt, braucht das Geschoss 12 Sekunden bis zum Ziel. Wenn nun zum Beispiel während dieser Zeit das Schiff, auf welches geschossen wird, mit einer Geschwindigkeit von 20 Knoten weiterfährt, ist es bereits mehr als 100 Meter von der Position entfernt, in der es sich zum Zeitpunkt des Abschusses befand. Zitat Ende. So, das war's für heute. Fortsetzung folgt.